Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute in der Hot Week Tag 7. Ja, wir wussten selber nicht, dass es 7 Folgen wären für den ganzen, das ganze Zeug. Und das hat sich auch während der Zeit noch ein bisschen verändert. Aber jetzt haben wir tatsächlich eine Hot Week hinbekommen. Und wieder dabei Andreas und Elki. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Aber jetzt ist es wirklich so. Wenn diese Folge vorbei ist, dann kommt die Hot Online Farm 2020 für euch raus. Und ihr könnt das ganze Zeug, was ich euch hier gezeigt habe, was Andreas und Elki gemacht haben, dann mal selber ausprobieren. Und das allerletzte, was wir noch zeigen wollten, ist eben die Überladefunktion, die euch im Prinzip das, also ihr braucht hier kein Autoload, sondern ihr könnt mit hier allem überall irgendwie reinladen, überladen. Und dafür sind wir nochmal zurück zu den Gewächshäusern. Sag mal, Andreas, da fällt mir übrigens ein. Mhm. Die hatten doch gerade so einen Sprühregen noch, oder? Ja, der geht. Man hört ihn auch noch. Aber der geht nach einer Zeit aus. Okay. Das sah aber sehr cool aus. Also, liebe Leute, bleibt auf jeden Fall mal irgendwie 2-3 Tage an den Gewächshäusern stehen und guckt, wann der Sprühregen kommt. Elki, ich hoffe, du hast nicht so viel Burger gegessen, ne? Sonst geht das Glas da oben kaputt. Nein, nur Salat. Nur Salat, genau, hier aus dem, aus dem Gewächshaus. So, Andreas, dann leg doch mal los. Wir haben das Gewächshaus gefüllt, hier ist es läuft. Ja, ich habe schon eine Palette rausgeschmissen hier hinten. Ihr könntet aber auch, der Elki könnt hier noch ein paar rausdrücken. Ich glaube, es sind noch 2 oder 3 drin. Aber das kann. Ah, das schafft er, da. Ja, also, Blumenkohlpaletten, kennt ihr ja. Ich hole schon mal den LKW. Genau. So. Deutscher Obst- und Gemüseverband, hervorragend. Das ist deutsche Spitzenqualität. So, und wir haben uns natürlich gesagt, Autolot ist ein bisschen doof. Also machen wir unser eigenes. Die Wechselbrücken sind nichts anderes wie die Paletten. Habt ihr ja gemerkt, ihr könnt sie auswerfen, sie lösen sich auf, die ausgeworfenen und und. So, und dann gibt es natürlich dann diese Möglichkeit. Man lädt. Also da kommen jetzt wieder die kleinen Hirschfeldmännchen und die laden jetzt wieder den LKW ein. So, und dann kann man natürlich hier so alle Paletten nach und nach so, mach die doch mal aufsaugen. Auf. Ja, die sehen aber ganz normal aus. Das sind jetzt keine Obst und Gemüse. Das drin ist aber mir. Okay. Es geht ja nur darum, dass man überhaupt sieht, dass da ein Fill-Type hochfährt. Ja, wie gesagt, also der Fill-Type ist da. So, mach ich wieder zu. Jetzt fahren wir zurück zum Hauptort und zeigen euch den nächsten Part davon. Genau, aber auf dem Weg zeigen wir euch noch was anderes. Das ist mein Highlight natürlich. Aber deswegen habe ich darauf bestanden, dass wir nochmal zurückfahren. Und es gibt nämlich noch eine kleine Neuerung, die in den letzten Tagen da reingekommen ist. Das liegt wohl am Alkoholgehalt des Blumenkohls. Ja, hast genascht, wa? Klar. Merke ich. Naja, das ist genau der Grund, warum ich eigentlich lieber hinten fahre. Dann kann ich nämlich eher euch zugucken bei euren Fahrkünsten. Mhm. Zu diesen Fahrkünsten sage ich nichts, nachdem ich gesehen habe, wo ihr so geparkt habt. Ach, es wäre hervorragend geparkt. Ja. Ach so, beim letzten Jahr, bei den letzten Folgen, das stimmt. Da meckern sie über meine Fahrkünste und wer kommt mit dem Mercedes wieder zurück zum Händler? Ne? Ja, naja, den ihr habt ich ja gesehen. Ja, genau, die Zuschauer haben es gesehen. So, wir kürzen jetzt mal hier über die Wiese ab. So, Ende Gelände. Mach das. Hätten wir ja vorne, ach nee, da kommen wir ja nicht an dem Gebäude vorbei, wo Mario hin will. Genau. Ich weiß schon, was du sagen wolltest. Übrigens, Andreas, gefällt mir immer noch sehr gut. Also diese, das neue Hirschfeld-Logistik-Design auf den Brücken ist richtig gut geworden. Das ist aber schön, dass ich dich da zufriedengestellt habe. Ja. Kann ich euch aber sagen, nur das Design platzieren war schon nicht so einfach. Da hat der Andreas schon viel Leid mit mir ertragen müssen. Nein, ach Quark. Ich hab's ja gern gemacht.
So, da unten fährt Zug Nummer 2, aber den brauchen wir nicht. Wir brauchen den ersten. Da hoffen wir, dass der gleich noch da steht, wo wir ihn abgestellt haben. Weiß ich nicht. Ich wollte gerade gucken, aber wenn ich auf die Seite gucke, fahre ich wahrscheinlich vor die Wand. Ja, mach das nicht. Mach das lieber nicht. Wir müssen ja gerade ausgucken, wir sind hier zügig unterwegs. Ne? Ja, einmal abbiegen. So, Freunde, und jetzt fahren wir mal hier drauf zu. Der Platz von Global Market hat jetzt auch entsprechend ein Logistikfirmenbezeichnung. Wenn das nicht mal schön ist, ne? Das gehört hier rauf. Und wie der Andreas schon gesagt hat, es kann sein, dass hier hin und wieder auch mal ein paar LKWs auf dem Platz stehen. Leider haben wir das Event jetzt noch nicht erwischt, aber da freue ich mich schon drauf, das irgendwann mal zu sehen. Also das zeigen wir euch auch nicht, das sollt ihr schon auch noch selber gucken. Und übrigens hier gibt es das Schild nochmal. Klar, Ein- und Ausgang, hervorragend. Vielen Dank, Andreas. Bitte gern geschehen. Sollen wir hier erstmal, es gibt ja noch was Neues, das haben wir noch nicht gezeigt. Die Graskorbs sind verschwunden. Andreas, sag mal, warum? Warum ist das raus? Ja, es wird halt wenig benutzt, weil es halt sehr umständlich ist. Es gibt einfache Möglichkeiten, Futter für den Winter bereitzustellen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir benutzen es nicht, andere benutzen es auch nicht. Lassen wir uns was anderes einfallen. Genau, und dann gibt es hier eine Blechdosen, also eine Konservenfabrik, Blechdosen Inc. Auch hier haben wir schon mal Paletten rausgelassen. Und da, Konserven, Start, kann ich die aufladen. Und das seht ihr unten rechts schon, ne, haben sie auch schon vorgetestet. Dann läuft das Ding hier voll. Jetzt fahre ich hier mal aus dem Trigger raus, damit das auch abbrechen. So, Konservendosen gibt es hier. Ja, sehr schön. Ansonsten funktioniert es natürlich wie eine übliche Produktion auch. Ja. So, ach, jetzt so, sind wir hier am Zug. Dürfen, ne? Wir dürfen ja gar nicht so weit. Wir sind ja hier am Zug. Genau. So, das war uns aber nicht genug. Ihr habt ja gesehen, wir haben neue Waggons hinzugefügt, in denen man natürlich auch Blumenkohl und alles könnte man vorne überladen am Bahnhof. Aber wenn man jetzt irgendwie bei den Gewächshäusern hinten ist, geht der Zug dran vorbei. Man will es direkt in den Zug verladen. Kann man das jetzt einfach hier tun? Man fährt daneben, drückt überladen. Ihr seht. Und das ist wirklich, liebe Leute, das unterschätzt das nicht. Diese Funktion ist urcool, weil ihr nicht nur die Gewächshäuser sind an den Strecken, sondern auch es macht Sinn, im Multiplayer sich einfach einen Platz zu suchen, der nicht weit von einer Zugstrecke weg ist, sodass ihr direkt in die Züge überladen könnt und die als Transportwege nutzen könnt. Ihr wisst das, habe ich schon oft gesagt, auf der Karte sind die Transportwege urlang. Für mich die größte Vierfach-Map überhaupt, weil man so weite Transportwege hat und nur so wenig Strecken über den Fluss hinweg. Mit den Zügen sieht das anders aus. Da könnt ihr das nutzen, da könnt ihr überladen. Und wie gesagt, sucht euch einen Hof an einer Zugstrecke. Ne? Ihr seht das hier, da sind die eingezeichnet. So, Mario, bleib mal bitte da stehen. Ja. Okay, es geht auch zurück. Ne? Auch das Ein- und Ausladen. Ja, sehr cool, Andreas. Vielen Dank. So, aber dafür warst du jetzt im Zug drin, ne? Ja, also für beides war ich im Zug. Also man muss schon im Zug sein, sonst geht es. Also für zum Reinladen geht es aus dem LKW, für zum Rausladen aus dem Zug in den LKW, dann aus dem Zug. Ja. Da. Bei den Tanks geht es nicht. Das hat mit dem Manure-System zu tun. Vielleicht finden wir noch eine Möglichkeit. Vielleicht. Wir haben noch eine andere Möglichkeit. Die zeigen wir euch jetzt gleich. Ich fahre mit dem Zug vor und du besorgst den Rest. Ja, wir brauchen ja nur den LP-Seitenanhänger, da ist ja Shit gut drin. Das ist mir egal. Ich fahre mit dem Zug. Ja, dann treffen wir uns gleich da unten. Okay, tschüss, winke, winke. So, winke, winke, bis gleich. Da fährt er. Mist drin. Ja, ist doch egal. Okay. Doch, Shit gut. Mist ist auch Shit gut. Und Mist ist gar nicht so viel Mist, wie man glaubt. Aber man kann mit Mist viel Mist machen. Ja, das ist richtig. Ganz schön mistig, das Ganze, diese Lage. Misslich. Ganz schön mistig, diese Unterhaltung. Eine missliche Mistlage. So. So, da sind wir nämlich. Bremsen. Weil
weil ja nicht alles überladen. Also Bulkware überladen geht eigentlich nur entweder an den Bahnhöfen, wo ich fahre mal ein Stück vor, LG, oder mit Förderbändern. Guck mal, bin ich da richtig? Ich bin da richtig, ne? Ja, musst du nur unterm Rohr sein. So, und dann haben wir uns da überlegt, warum nicht so ein kleines Gebäude, wo man platzieren kann? Geht ja mit GC, braucht man ja eh. Ja, wo man, wie gesagt, platzieren kann, genau an der Strecke. Auf der einen Seite Zug durch, andere Seite LKW. Ja, und der LKW lädt hier gerade schon den Mist ab. Es geht alles rein, was wir auf der Map haben. Also man kann hier auch die Paletten, also ich kann auch den Blumenkohl jetzt da reinschütten. Würde genauso gehen. Setz mich mal in den Zug. Also, Ja. wie gesagt, kein Quatsch, das ist platzierbar, ne? Das hat Andreas hier, ihr müsst natürlich dieses überall platzieren aktivieren und dann könnt ihr dieses Gebäude hier direkt an den Schienen platzieren, so dass man da ein- und ausladen kann. Also es ist ein kompletter Überladeträger und auch das wieder, sucht euch einen Hofplatz an den Schienen. Ich kann es nicht nochmal sagen. Wenn ihr mir sagt, Mario, ich habe mir einen Hofplatz nicht an den Schienen gesucht, dann sage ich ja, selber schuld. Wie sagte Forrest Gump schon so schön, dumm ist der, der Dummes tut. Ich fahre ein Stückchen mit. Ja, ich habe jetzt hier wieder ein Problem. Aber Probleme. ich hab's die Tage mit Mist probiert, also es geht. Er mag mich aber gerade mal wieder Na, ich nicht. glaube, in dem einen war tatsächlich noch was anderes gerade drin, oder? Hatten wir da nicht schon was eingeladen? Ja, Also das ist nicht aber, schlimm. das ist vorne Blumenkohl, aber wir könnten es zum Beispiel, mit Blumenkohl würde es auch gehen. Und es geht auch mit anderen Sachen. Es geht auch mit Mist. Musst du den Hast nicht du. erst aufklappen? Ach so, da ist der Deckel zu, wa? Yep. Ja, na, dann brauche ich mich ja nicht wundern. So, Mario, gehst du mal in Position, dass du Ja, siehst? ich bin in Position. Gut, dann muss ich jetzt mal hier. Also wie gesagt, in der Liste steht wirklich alles drin und in den Zug geht auch alles rein. Und jetzt lade ich einfach den Mist hier über. Ja, hervorragendes dampft sogar. Ja, der ist noch warm. Ja. Also, liebe Leute, ihr habt es gesehen. Zug aufklappen, immer eine gute Idee. Und dann, Ja. der Elki hüpft natürlich schon wieder im Mist rum. Elki? Oh, nee, komm mir bloß nicht zu nahe, das müffelt. Ja, wie gesagt, dieses Gebäude war irgendwie die Schlussfolgerung von dem, dass man halt Schüttgut entweder, wie gesagt, nur über die Verladestation oder halt mit dem Förderband. Mit dem Förderband ist halt auch immer so eine Sache. Bisschen über die Map ziehen macht auch keinen Spaß, bei den Entfernungen hier schon gar nicht. Nee, das ist eine Multi-Mega-Überladestation. Könnt ihr überall an den Schienen positionieren. Richtig gut. Und Ja. man sieht auch, welche Seite wohin gehört, weil hier haben wir extra so eine Einkerbung gemacht, ne, für die Gleise und hier so eine kleine Rampe. Also So, ja. wo hast du gesagt, wo ist das drin? Muss mal gucken, dann kann ich das direkt zeigen. In dynamische Lager ganz vorne sitzt das mit drin. Es ist zwar kein dynamisches Lager, es läuft auch über Standardskript, weil so am einfachsten ist. Ich hätte es auch über GC machen können, ist aber unnütz. Also da seht ihr das, ne, dass diese Schienenkante hier Überladegebäude. ist relativ klar, Genau. ne? Richtig, Dass man genau. das hier entsprechend, ne, könnt ihr hier so ran machen. Also ich kann es jetzt gerade hier nicht. Da, jetzt kann ich es platzieren und dann habt das aber in der Kurve ist auch nicht so richtig clever. Ja, geht aber auch. Also wie Geht auch, gesagt, ja, kriegt man auch das. da reingedreht. Aber wie gesagt, das ist das Ding. Sehr schöne Nummer. Es gibt noch viel mehr zu entdecken. Ich sage euch, ihr habt schon diese Matsch-Vorstellung gesehen. Wir haben schon Matsch-Races gemacht. Aber guckt euch das jetzt mal an. Der Elke hat ganz viel Zeug da. Ihr werdet das wahrscheinlich gar nicht alles rausfinden. Darf ich da ein bisschen was zu sagen? Ja, natürlich. Natürlich. Also, der Schlamm reagiert auf Trockenheit. Dann ist er nämlich weg oder verschwindet, wenn es trocken ist. Bei Seasons unter 20%, ne? Genau, so ist es momentan. Werte könnten Luftfeuchtigkeit. sich aber noch ändern Genau, von es muss noch Mann ein bisschen Spiel her. natürlich getestet werden, aber das passt dann. Und wenn es friert, verliert der Schlamm seine Dynamik, ne? Also was so Einsinken angeht und sowas. Ist dann deaktiviert, hast du gesagt, ne? Ja, also ist die gleiche Funktion. Also entweder wenn es zu trocken ist oder wenn es friert. Ich Ja. habe es jetzt hier extra noch aufgesplittet, er verschwindet dann halt auch. Ja. Aber. Cool.
Dann Non-Seasons ist es eine Luft- oder Feuchtigkeit von 0, weil die dann anders eingestellt ist, aber das ist auch egal. Am Ende des Tages reagiert die aufs Wetter. Und das ist aber auch mal mega. Dann zu den ganzen Aufnahmen, die wir da hatten. Man sinkt tiefer ein in den Schlamm, obwohl das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon gezeigt, ne? Dass man einsinkt und dass man sich verlangsamt. Ja. Probiert das wirklich aus, ne? Obwohl, haben wir hier eigentlich die Fläche gekauft? Nö, können wir aber machen. Kauf mal eben hier den Rasen davor. Du willst doch nur mal nochmal ein Matschrennen fahren. Ne, ich will gar kein Matschrennen fahren. Welcher ist das, der erste? Ich weiß es gar nicht. Der zweite. Ne, das ist er nicht. Was hast du gesagt, der zweite? Nee, das ist normaler Boden. Das sind die normalen Böden. Ich weiß nicht, wo Ecke ist. Hinter dem Gras oder was? Ich mal noch gerade Schlamm, oder nicht? Ja, ich will aber auch Schlamm malen. Ich habe noch nie selber Schlamm gemalt. Das ist der zweite Boden. Also Dirt. Zweite Boden. Ich krieg das gleich raus. Ich krieg das noch raus. Oder darf ich nicht malen? Ich darf es bestimmt nicht malen. Doch, darfst du nicht malen? Doch, malen tue ich die ganze Zeit. Ach, da ist er. Ich hab's. Auf Freunde. Also Schlammtextur, wie gesagt, hat sich verändert, hat sich angepasst. Und da könnt ihr auf jeden Fall schön durchfahren. Da geht's auch richtig runter. Bei diesem Riesenschlammloch, da kann man sich... Ja, das ist schon hart, ne? Wo malst du den Schlamm? Hier, ich hab mal hier überall Schlamm gerade. Schlamm? Du siehst... Deswegen wird er noch getestet. Als Server sieht er die Netz nämlich nicht, weil es so trocken ist. Ach so, ja. Aber die Synchronisierung für den Mitspieler war ist noch ein kleiner Fehler. Der ist aber dann schon released. Also ich nicht mehr da. Ich habe hervorragenden Schlamm. Ich habe schon identifiziert. Ich habe hervorragenden Schlamm. Ja, ich sehe ihn gerade nicht, deswegen. Ja, aber es ist in dem Moment auch egal. Wenn genau. Ihr sagt, er ist da, dann ist er da. Liebe Leute, Däumchen nicht vergessen. Das war Tag 7 der Hot Week und das war auch der letzte Tag. Ihr müsst jetzt nicht mehr warten. Die Version kommt jetzt, ihr könnt es selber ausprobieren. Aber bevor ihr selber ausprobiert, lasst ein Däumchen und einen Kommentar da für den Andreas, für den Elki und für natürlich den Rest des Hot Teams, die hier fleißig testen. Es kommen einfach viele coole neue Ideen. Ja, ihr beiden, bedanke mich einfach schon mal im Namen aller Zuschauer und Spieler, die das darauf gewartet haben, die da Freude dran haben. Und ich weiß, Andreas, du hast gesagt, du hörst jetzt erstmal auf. Das wird sicherlich auch eine Woche oder zwei so gehen und dann wird Andreas schon wieder an neuen Ideen sitzen. Der erzählt immer so schön, aber ich weiß, dass Andreas da nicht von bleiben kann. Ich freue mich auf alles, was in den nächsten Monaten von dir kommt. Das sagt er jetzt nur, weil er weiß, dass wir schon ein Date haben. Nein, ich habe schon was gebaut, aber das kommt erst nach der Map. Und lasst euch einfach überraschen. Es ist Seht ihr das? Nur eine Erweiterung. Ja, ich muss das gleich wieder highlighten. Es wird, einfach nicht aufhören. Ich weiß das. Da kann der noch so oft sagen, er macht jetzt Urlaub. Ja, Andreas, dir sei gegönnt, dass du auch mal was spielst. Ne? Ich bin da völlig bei dir. Spiel ruhig mal auf deiner Karte. Mach ich. So, dann wollt ihr auch noch Tschüss sagen? Jo, tschüss. Tschüss. Und auch von mir alles Gute. Bye, bye und ade.